Wo? Spinnst du? Scheiße! Einsteigen. Geht das? Los! Alter, wie cool! Großartig, Rico! Halt uns diese Bastardos mit dem Helikopter vom Hals! Jo, mach ich gerne. Halt, hier mal schießen. Den schafft er alleine, oder? Okay, weiter nach vorne. Ich mach mal ein bisschen noch nach oben gerade. Hier sind einige Gegner. Hey, alles klar bei euch? Oh, schade, dass die Tanke schon kaputt ist. Mach dich bereit! So. So. Okay, wir müssen weiter, oder? Alter, das ist übel. Und da ist noch ein Hubschrauber. Den können wir einfach übernehmen. So. Ganz ruhig. Und rüber. Und rein. Rein hier. Man kann doch irgendwie direkt in die Hubschrauber rein. Da muss das Timing aber stimmen. Alter. So, in die Richtung müssen wir. Was ist das krass? Ich komme doch schon. Mario. Na komm. So, haben wir. Wunderbar. So, hier sind irgendwelche Fässer. Die können wir eigentlich gleich mal alle kaputt machen hier, oder? Hier sind noch Fässer gewesen. Okay, nee, wir konzentrieren uns auf die Autos. Wir konzentrieren uns auf Mario. Da ist eine Militärbasis. Die werden die Jagd kaputt machen. Wir müssen ihre Verstärkung aufhalten. Over. Jo. Die Basis hetzt uns Panzer an den Hals, wenn wir nichts unternehmen, Rico. Ja. Hier müsst du über die Brücke. So, hätten wir. Militärbasis. Ja Leute, es ist echt nicht leicht zu steuern hier. Es ist wirklich nicht leicht zu steuern. So, den müssen wir eigentlich auch gleich haben. Wunderbar. Der Truck, Rico! Der Truck! Ich komme doch, ich helfe ja! Ganze Merda! Wir sind gleich da! Egal, los, sie kommen! Ich muss nur aufpassen, dass ich Mario nicht treffe. Nee. Aber sieht noch ganz gut aus, sieht gut aus. Mirabello hat das echt auf uns abgesehen, amigo. Ja. Alle die Menschen in Costa del Porto. Dafür wird Mirabello bezahlen, Rico. Eine Tankstelle. So gut, ganz ruhig. Kommen Sie wieder. Wir müssen noch aufpassen, dass wir nicht nochmal Hubschrauber kommen. Halt sie uns vom Leib! Alter! Wir kümmern uns um die Kanonen, du übernimmst die Straße! Ja, ich kümmere mich. Ich höre einen Hubschrauber. Wo ist der? Da hinter uns direkt, oder? Rico, wo bist du? Aha. So. Wow! Nein! Raus hier! Ich komme. Schnell! Wow, das war knapp gewesen. Das war richtig knapp gewesen. Aber wir haben keinen Hubschrauber mehr, Leute. Scheiße. Wir haben aber noch Granaten, oder? Oh, Alter, was... Okay, wir haben Sinn bekommen, Alter, Schwede. Das ist so übel. So, Mario. Aber in Sicherheit mit dir. Du hast heute gute Arbeit geleistet. Das war wirklich heldenhaft von Mario. Muss überlegen, er ist nicht Rico. Nice. In letzter Sekunde da oben noch wieder in den Bereich reingeflogen, ey. Ich bin eine Ein-Mann-Armee. Yeah. What the fuck, was geht denn hier ab? Rico, bist du da? Jo. Du hast nicht over gesagt. Over. Ja, ich habe keine Lust mehr auf dieses Spiel. Ich komme mir so dumm vor. Du bist aufgetaucht und ich dachte... Tja... Costa del Porto war ein Rückschlag. Eine Niederlage. Aber wir machen weiter. Bist du in der Höhle? An der Südspitze von Soros. Attackieren wir haben uns hier verkrochen. Alle Einheiten hierher. Niemand auch hier. Sie will mit dir reden. Ich verstecke die Wahrheit. Okay. Wir können mal ganz schnell das Dorf hier befreien, würde ich vorschlagen. Ey! What the fuck? Was soll die Scheiße, hä? Spinnst du? Und irgendwo hier ist ein Panzer oder so. Ich glaube, daher kommen die Symbole. Also irgendwas mit AE-Schaden, ich weiß es nicht. So, ganz ruhig, Leute. Einfach nur hier runter. Hey, alles klar bei euch? Ich werde niemanden vermissen. Ja,
Muni bitte! Ich brauche Granaten, Granaten, Granaten. Und Rebellen. Spinn hier! So. Das müssen wir bestimmt auch kaputt machen, ich weiß es nicht. So, was müssen wir noch machen? Rebellengruppen haben wir schon. Wir müssen jetzt nur noch irgendwie Zerstörung und Chaos anrichten, so wie es aussieht. Hier. Wir müssen nämlich noch diesen Balken voll bekommen. Endlich. Okay. Weil ich mit der Hausbalken war noch nicht voll gewesen. So gut, so viel dürfen eigentlich gar nicht mehr fehlen. Wir gucken mal eben. Wir brauchen noch eine Flagge und ein Propagandaplakat. Okay. Das ist alles in der Richtung, so wie es aussieht, ne? Okay. Na dann. Machen wir da mal hin. Was hier los ist? Da ist schon wieder ein Hubschrauber. Da ist ein Hubschrauber, den schnappe ich mir. Hey, ich meine, der ist sowieso kaputt, fast schon. So, wir müssen ungefähr in die Richtung hier. Okay, dann sorgen wir mal wieder für ein bisschen Ordnung hier, ein bisschen Sicherheit. Das kann ja nicht wahr sein, mir tun die ganzen Bürger übelst leid. So, hier haben wir ein Plakat. So, landen bitte. So, hätten wir. Und hier müssen wir noch irgendwas machen. Ah ne, hier gibt Signale. Okay, die können wir aber auch mitnehmen. Warte, was ist denn hier los? Ne? Das ist noch ganz so, oder? Ne, das ist nicht mehr ganz so, wie es aussieht. So, Signale kann ich nicht mehr holen, okay. Okay, jetzt müssen wir noch die Flagge hissen, Leute. Also los geht's. Oh, ich freue mich. Okay, ab geht's. Rico, wir trainieren mit diesen Rennen unsere Piloten. Probier's mal. Vielleicht kannst du unsere Piloten motivieren und... So. Igelflug. Okay, cool. Das machen wir dann auch gleich mal. Fliegen. Lernst sogar selber noch was dazu. Richtung Freiheit. Na? Für das Volk, Leute, für das Volk. Was ist denn das da vorne eigentlich? Das würde ich auch gerne mal kaputt machen. Okay, das ist das mit dem Fliegen. Das wird irgendwie nicht angezeigt, was das da vorne ist. Hä? Egal, ich würde es gerne mit dem Fliegen mal machen hier. Das machen wir mal schnell. Weil das ja vorhin auch nicht so gut funktioniert hat, wo ich mit dem Flugzeug starten wollte. Ja. Passen. Cirilla wurden die 3 Sterne von General Di Ravellos DRM durch den stolzen Bullen der Revolution ersetzt. Kämpft weiter, Brüder und Schwestern! Ich wollte es eigentlich wieder loslassen. Sorry. So gut, los geht's, Leute. Wettfliegen. 1 Minute und 10 Sekunden. So, okay. Flugzeug. Hubschrauber. Schade. Ich dachte, es wäre ein Flugzeug. So, wir müssen unter 1 Minute und 10 Sekunden bleiben. Und ich kann wieder Anlauf holen. Das ist genauso wie mit dem Autorennen. Also es wird jetzt auch nicht allzu lange gehen. Wie gesagt, 1 Minute 10 Sekunden. Ich hoffe, dass ich es hinbekomme. Wir werden das ja sehen. So, los geht's. So, jetzt hier hoch. Ja. Also Schwede, da braucht ganz schön lange, um hochzukommen hier. Ich glaube, das reicht, oder? Wenn ich gerade bin? Die Höhe? Sieht gut aus, jetzt bin ich ein bisschen hoch. Immer nur schneiden. Okay, das war knapp gewesen, hat aber Sie ausgereicht. Sich auf Sperrgebiet. Verschwinden Sie. Also da unten geht es ja schnell, nach oben braucht eine ganze Weile. So, das reicht. Und wieder runter. Okay, das ist erstmal noch relativ easy. Ja. Weiter hoch, das reicht. Halbkreis. Jetzt wird's tricky. Krieg mal hin. Okay, das war knapp gewesen. Go. So. Weiter hoch. So, nur nach unten muss man ein bisschen Gefühl beweisen. Sehr gut, und hoch.
Komm. Jetzt müssen wir nach links. Ohne. So. Ich hoffe, da vorne ist das Ziel. Ach du Scheiße. Ich schaff das nicht in 1 Minute 10 Sekunden. Ist das gemein. Ich fand nämlich jetzt nicht, dass ich schlecht geflogen bin oder so. Na gut, dann gibt man 4 Zahnräder, ist okay. Ich glaube, man kann auch das Fahrzeug wechseln oder so. Ich weiß es nicht. Aber Flugzeug oder so konnte man, glaube ich, nicht auswählen. Luft, Nitro, Schub, 1. Okay, cool. Freue ich mich. Da freue ich mich. Aber 1 Minute, 10 Sekunden, ja guckt mal hier, Fahrzeug wechseln. Ich hätte das Ding nehmen können, das wäre schneller gewesen. Aber Flugzeug kann ich nicht nehmen, ne? Nee, habe ich noch nicht freigeschaltet. So gut. Auf jeden Fall Platz 1 in der besten Liste. Green. So, neue Mod freigeschaltet, die schalten wir ganz schnell, werden wir ganz schnell aktivieren und dann gucken wir mal, wie wir weitermachen. Bam. Nitro finde ich eigentlich ganz geil. Durch Rebellenabwurf verhalten. Helikopter zählt das auch mit dem Nitro. Okay, cool. Also, verlassen. Wir probieren das mal eben aus. Ja, nice. Das ist so cool. Jetzt noch. So, wo müssen wir denn jetzt hin als nächstes? Ich schau mal eben. Karte. Hier müssen wir hin. Freunde wie diese. Naja, wenn wir jetzt einmal hier sind, dann machen wir das gleich. Wegpunkt setzen. So. Hier Richtung müssen wir. Ich fliege einfach wieder ein bisschen hoch, dann können wir wieder mit dem Wingsuit fliegen. Wobei, nö, müssen wir gar nicht. Wir können einfach hier aussteigen. So. So. Ab geht's. Aufpassen hier. Ich habe jetzt keinen Bock, wieder irgendwie auf die Fresse zu fliegen. Ah! Konzentrier dich, Beam. Konzentrieren. Hui! Ah, es macht so Spaß. Eine Stadt nach der anderen. So. Da müssen wir irgendwie hin, ne? Jo. So, das war dann ein Traum, der Anflug. Da ist er! Unser Berufsrevolutionär! Ja. Hüpf, sammle alle tollkühnen Sprünge. Nein, aber das war nie Teil der Abmachung, Sheldon. Ja, jetzt ist es aber Teil der Abmachung, Mario. Ich kann nicht. Es tut mir leid, mein Junge. Was ist passiert? Nichts. Du hast die Rebellen also gefunden, Sheldon. Ach, weißt du, mein Pilot Crashy sagt, wir müssen alle unseren Teil beitragen. Und du kennst mich, Menschenfreund des Jahres. Und zwar jedes Jahr. Klar. Doch wirklich. Deswegen habe ich gerade einen Deal mit den Rebellen ausgemacht. Du rettest sie, sie helfen mir und dafür helfe ich dir hinzukommen, wo immer du willst. Vielen Dank, Sheldon. Für dich mache ich das gerne. Gern geschehen, mein Junge. Ich muss sagen, ich finde die Dialoge und so hier echt witzig. Also, ist unterhaltsam. Ich finde es gut. Was machen wir denn jetzt als nächstes? Beamladebildschirm. Yay. Pure Unterhaltung. Ist er. Auch der Mario ist traurig. Nö, wir laufen nicht mehr. Wir benutzen nur noch den Enterhaken. Was zum Teufel war das eben mit Sheldon, hä? Er hat mir das Funkgerät gegeben. Er hat uns allen welche gegeben und sagte, es wären Geschenke. Du hast mich angelogen. Er wusste, dass wir keine Chance haben. Das ist unsere Revolution, aber wir gehören ihm. Mario, ich kenne Tom Sheldon. Ich habe lange mit ihm gearbeitet, aber du bist ein Freund. Du musst mir die Wahrheit sagen. Tut mir leid. Tut mir leid, dass ich dich damit reingezogen habe. Ist schon okay. Oh. Ja. Nie die Deckung vergessen, Amico. Ach, wie lustig. Er ist ganz nass. Kommt. Yay. Wir sprechen über ein Bavarium-Depot. Das ist ein Lager für Bavarium. Das würde ihm wehtun, wenn wir das zerstören. Ich sehe mir das mal an. Das Spiel hat begonnen. Die Wahrscheinlichkeit eines qualvollen Todes ist sehr hoch. Hey! Ich rede von dir.
Die Ravello ist jetzt der gefährlichste Mann der Welt. Ich brauche meinen Bavarium-Scanner. Triff dich bei Vigilato Nord mit meiner Kontaktperson. Jo. Dim, dim, dim. Ladebildschirm. Dim, dim, dim. Ladebildschirm. Dim, dim, dim. Ladebildschirm. 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 Na los, danke. Ich kenne diesen Kerl. Sein Boot scheint auf dem Trockenen zu liegen. Kannst du ihm helfen? Er ist ein netter Kerl, Fratre. So, lass uns mal Waffen mit dir einstecken. Bekomme ich eigentlich noch Raketen ab und zu mal, oder? Ich kriege keine Raketen mehr. Das ist scheiße. Sollte ich vielleicht mal die Waffe austauschen, hm? Aber eigentlich mochte ich den Raketenwerfer. Mein Bruder zieht in der Armee. Was ist denn das hier für eine Waffe? Ich würde die mal testen eben. Er sagt, Macht und Ordnung sind die wahren Säulen der Freiheit. Granatwerfer. Das finde ich auch okay. Dann nehmen wir die erstmal. Finde ich gut. So, okay. Boot auf Grund. Sind Sie das, Rico? Jo. Kommen Sie mal her. Rico, die See ist heute ziemlich rau, mein Freund. Wären Sie so nett, uns wieder ins Wasser zu bringen? Jo, können wir machen. Ich wollte noch mal ganz kurz einen Überblick verschaffen, was wir jetzt haben. So, zu Wasser lassen. Ach so, jo, jo, jo. Okay, das hat noch nicht... Doch, das Danke, hat gereicht. Danke, Rico. Das vergesse ich Ihnen nie. Jo. Rico, wir benutzen diese Signalleuchten, um unsere Rebellen zu versorgen, aber auch, um ihren Standort zu markieren. Hier, ich bring dich nach Maneja. Das ist deutlich näher bei Vigilator Nord. So, rufe den Kalin, jo. Wähle Maneja aus. Achso, dann muss ich hier rüber. Alles klar, drum wollte ich hier eins drücken. Außersehen, dann wollte ich eigentlich nicht den da rauswerfen. So. Achso, ich kann Schnellreise machen. Ja, ich wollte vorne mal mit dem Boot fahren wollen. Wenn ich darf. Darf ich das? Moment. Nur ganz kurz, wir machen gleich Schnellreise. Ja, das ist so cool. So, damit haben wir jetzt noch keinen Boost. Wir müssen das Ding erstmal wieder lösen. Aber es ist ein geiler Anker, oder? So ein Haken. Wirklich ein geiler Anker. So, okay. Na gut, so spannend ist es jetzt doch nicht. Hier, hab das wieder. So. Okay, wir machen schnell Reise. So, wähle mal näher aus. Halt. Hier unten ist es. So, und jetzt ja Schnellreise. So. Ah, cool. Das ist ja geil gemacht. Nice. Nice, 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 nice. Mission abgeschlossen. Freunde wie diese. Jojo, Schnellreisefähigkeit haben wir auch. Wunderbar, da freue ich mich. Rico, triff meinen Kontakt Lutsch bei Vigilator Nord. Er kann dir helfen, den Bavarium-Scanner zu finden. Alles klar. Alles klar, dann gucken wir mal die Karte. Haben wir noch irgendwas hier? Das muss ich noch machen, das habe ich noch nicht. Das habe ich schon. Was haben eigentlich hier diese Motorräder zu bedeuten? Achso, wahrscheinlich Sprungschanze, ne? Wahrscheinlich, dass ich da fliegen kann, könnte ich mir vorstellen. So, hier haben wir auch noch was mit Explosion. So, wo müssen wir hin? Wir müssen da hoch. Jo Leute, dann lassen wir noch ganz schnell das Zeitrennen hier machen. Und im Anschluss machen wir dann hier hin, würde ich vorschlagen. So. Bislang war ja selbst das Autorennen, Zeitrennen ganz lustig gewesen. Gucken mal. Yeah. Traumlandung. Yeah. Und außerdem bekommen wir dann den Knight Rider Skill, glaube ich, als nächstes, Leute. Dass wir springen können mit Autos. Also, wenn das nicht Grund genug ist. So, können wir das Fahrzeug wechseln? Ja, genau. Nein, ich mache nicht mit dem Roller. Aber ich will unbedingt so ein cooles Motorrad haben, ey. Unbedingt. Und das dann schön aufpimpen. Das ist wie GTA Online, da bin ich auch immer gern Motorrad gefahren.
Immer Militärfahrzeuge. Nö, 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 wir nehmen hier das, was standardmäßig ausgewählt ist. So. Was mich jetzt mal interessieren würde, ist, haben wir mit dem eigentlich auch den Nitro-Boost? Müssen wir jetzt mal ausprobieren. Testen das dann gleich mal. Und wie gesagt, wir brauchen noch zwei Zahnräder. So, okay, los. Noch zwei Zahnräder, dann haben wir den Nightrider-Sprung. Ja. So, geht los. Jo, haben wir! Nice, okay, das macht die Sache ein bisschen interessanter. Sehr, sehr cool. Hier muss ich jetzt ein bisschen bremsen. Wie gesagt, das Auto steuert sich total beschissen. Das hatten wir ja in der ersten Folge, wo wir mit Mario zusammen zum Rebellen gefahren sind. Ist ja eigentlich, ah, da unten ist die Anzeige dafür. Okay, ich verstehe. Fuck, Alter. Meine? So, okay, mit dem Boost und so, das ist, dann macht das wieder ein bisschen mehr Spaß. Ich hatte eigentlich jetzt überhaupt keinen Bock mit dem Auto zu fahren hier. Alter, 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 Alter. Das macht ja trotzdem Spaß. Unglaublich, das macht trotzdem Spaß. Wo müssen wir jetzt hin? Hier? Okay. Weiter, weiter, weiter. Also ich glaube, ich bin auch mit vier Zahnrädern zufrieden oder mit dreien oder so. Alter. So. So. Handbremse ein bisschen. Oh, hier ist das Ziel. Scheiße, wir haben es nicht ganz hinbekommen. Dann war das aber gar nicht so schlecht gewesen, Leute. Ja, ich kann nicht mitleben. Ist okay. So, wir haben jetzt den Turbosprung, Leute. Nice, und als nächstes, was kommt da? Das verstehe ich jetzt nicht. Also wir kriegen einfach dieses Auto, wie es aussieht, ne? Sonst peile ich das jetzt gerade nicht so richtig. Werden Sie sehen, werden Sie sehen.